Aber ja, wie wollen die beiden den Zauberer bezwingen? Ja. Oh, was jetzt? Ach so. Freundschaft ist wunderschön. Ah, nein, ich halte das nicht aus! Gehilfen, holt mir diese verfluchte Flöte! Nanu? Weiter. Ulf kämpft nun mit seiner Flöte gegen die Gehilfen? Ja. Ah. Sollte das eine besondere Flöte sein? Ja. Sag mal, war das der Zauberer? Ja, das war der Zauberer. Boah. Hey. Ha, ha. Super, Ulf. Du weißt du was? Na? Jetzt haben wir ein Mittel gegen seine Zauberkraft gefunden. Das glaube ich auch. Eine Zauberflöte. Oh. Nein, 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 das kann nicht sein. Nein, 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 das ist gemein. Meine grenzenlose Macht haben die zwei kaputt gemacht. Und ihr drei braucht euch nicht zu freuen, denn ich verwandle euch in Stein. Oh nein! Eddie, Ulf, wo seid ihr? Er will uns in Stein verwandeln. Ah! 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 Nein! Nein! Ich halte das nicht aus! Gehilft, ergreift sie! Vernichtet sie! Ja! Wow, na warte! Ja, her mit euch! Und raus aus dem Drachenland! Ihr wollt euch nie wieder hier sehen! Haut ab! Eddie! Juhu! Ein Glück! Mit Ulfs Zauberflöte konnten sie wirklich ihre Geschwister befreien. Ja. Was waren wir froh. Der Zauberer schien ja vor Jagd. Alle im Saal sangen und feierten mit. Ich mache Fotos auf einem Bein. In der Hocke laufen muss auch manchmal sein. Ich knips nach oben und nach unten, ja, ich knips kreuz und quer. Ganz stille halten fällt mir auch nicht schwer. Und stille halten! Nur eine Frage, die Frage niemals aufgegeben, mein ganzes Leben lang. Ich bin ein Cowboy und jederzeit bereit. Wenn du einmal Hilfe brauchst, komm ich zu dir bereit. Wow, das war ja ein wilder Western-Country-Song. Oh ja, und zum Schluss die Revolverschüsse und das Pferdegetrappel, als wenn es gerade an uns vorbeigaloppiert ist. Ja, ja. Und dieses Schlangengezische. Hä? Wie eine richtige Klapperschlange. Ehrlich gesagt, das gehört nicht zum Lied. Es kommt von dort. Lasst uns mal nachschauen. Na gut. Da ist was. Ja, was denn? Was Großes. Was Großes? Was denn? Ach, unheimlich. Was ist das? Was ist das? Alle im Saal schrien auf und hielten ängstlich ihre Sitzplätze umklammert. Weg. Da kam doch wirklich der Zauberer als riesiges Schlangenmonster zurück. Oh, so ist gut, Eddie. Jawohl. Noch ein. Ja. Als erster überwand Eddie den Schreck und kämpfte mutig gegen die Schlange. Aber jetzt! Ja, so schaffst du es! Ja. Hey, Eddie! Hey, pass doch auf! Zwölf! Nicht und ich! Nein. Nicht und ich! Schnell hoch! Ach, Eddie ist wieder da! Prima! Jawohl, Eddie! Und jetzt! Aber erst als alle anderen und natürlich wir im Publikum mithalten, konnte das Monster bezwungen werden. Sie hat es nicht anders verdient. Wer ist dafür? Ich! Nein! Schau doch! Und aus der Schlange kam der besiegte Perry Stotter hervor. Hab auf den falschen Rat gehört. Nun euer Freund zu werden, bin ich nicht mehr wert. Hast deine Fehler eingestanden und dein Herz ist wieder rein. Komm, schlag ein, nun lass uns Freunde sein.
beschlossen die Freunde im engsten Kreise einen Trunk zu brauen auf magische Weise. Bestehend aus Freundschaft, Liebe und Harmonie, erwärmt von den Klängen der Zaubermelodie. Zuletzt eine Drachenschuppe, deren Magie dem kostbaren Elixier Zauberkraft verlieh. Wer davon trinkt, reinen Herzens und Gewissen, soll auf ewig nie wieder Angst haben müssen. Freundschaft ist wunderschön. Freundschaft ist wunderschön. Und auch wir im Publikum haben ihn verziehen. Freundschaft ist wunderschön. Freundschaft ist wunderschön. Freundschaft.